Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen bei der 67. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. 67. Das ist eine Zahl, die ich schlecht sagen kann. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber bei mir gibt es so ein paar Zahlen, damit habe ich Mühe. Und oft ist es eine Zahl, die mit 7, 6 und 8 zu tun hat. Also so 67, 86, 78, keine Ahnung weswegen, aber das sind Zahlen, da muss ich immer ganz genau überlegen, habe ich es jetzt richtig gesagt oder nicht? Naja, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt und wir sind tatsächlich bei der 67. Folge. Auf jeden Fall wünsche ich dir einen wunderschönen Start in den Tag, wenn du diese Morgen hörst. Einen wunderschönen Start in die Woche, wenn du diese Montag hörst. Und vielleicht magst du dir mal ganz kurz überlegen, wie oft du deine Woche schon mit mir in deinen Ohren angefangen hast. Viele Wochen du schon zuhörst, weil wenn du tatsächlich seit der ersten Folge dir die Podcast-Folgen anhörst, dann wären das jetzt, wie gesagt, 67 Folgen, 67 Wochen. Und das ist schon ziemlich viel, ne? Das ist ziemlich krass. Ich finde es auch für mich extrem spannend, dass ich schon seit so vielen Wochen mich hinsetze und jede Woche mit dir spreche und dir etwas erzähle. Ich finde es auch interessant, wie viel entspannter ich damit geworden bin. Am Anfang habe ich mir da Stichworte aufgeschrieben oder eben nicht Stichworte, sondern ziemlich genau notiert, was ich sagen will. Und inzwischen rede ich ganz oft einfach frei von der Leber weg, vielleicht mit 2, 3 Stichworten. Heute aber gibt es ein bisschen mehr. Heute gibt es mehr Stichworte, weil wir wollen uns heute die Vertiefung zum Channeling angucken. Und das habe ich tatsächlich immer mit Stichworten organisiert, damit ich auch weiß, wovon ich sprechen will und worüber die geistige Welt gesprochen hat. Das heftigste oder der krasseste Satz, der mir da geblieben ist von dem Channeling, ist der Satz, jetzt gibt es kein Drehbuch mehr. Und wenn ich so die Kommentare bei YouTube angucke vom Channeling und ich verlinke dir das Channeling, dass du das gerade nochmal angucken kannst oder anhören kannst, wenn du möchtest. Wenn ich mir diese Kommentare angucke, dann sehe ich, dass es vielen Leuten gleich geht, dass viele, viele Menschen auch damit in Resonanz gehen und sagen, ja, es gibt kein Drehbuch mehr. Ich hatte gestern ein Interview und ich wurde dabei gefragt, ob ich das Gefühl hätte, dass alles wieder so zurück zu normal geht, wenn wir diese Corona-Krise hinter uns gelassen haben. Und ich habe da schon ganz klar gesagt, nein, das wird nicht passieren, weil es ist gar nicht möglich, dass das passiert. Es ist nicht möglich, dass wir Rückschritte machen. Und es ist jetzt, dieses halbe Jahr ist durch, dieses erste halbe Jahr 2020 ist durch. Und ich möchte, dass du dir jetzt einfach mal 2, 3 Atemzüge lang Zeit nimmst und dir überlegst, wo bist du gestanden am 1. Januar? Wie bist du in dieses Jahr gestartet, in dieses 2020? Was hast du von diesem Jahr erwartet? Und entgegen deinen Erwartungen, was hat dieses Jahr mit sich gebracht? Es ist ein Jahr ohne Drehbuch. Es ist ein Jahr, an das wir uns auf jeden Fall erinnern werden. Wir werden unseren Enkeln noch davon erzählen. Damals 2020, als wir plötzlich alle zu Hause gesessen sind und die Welt sich heftigst verändert hat. Es ist ein Jahr ohne Drehbuch und genauso wird's weitergehen. Es ist jetzt an der Zeit, dass du dich 100% auf deine Intuition verlässt. Es ist der Moment in deinem Leben, in dem du einen komplett neuen Weg gehst und in dem du erkennst, da gibt's auch keinen Weg zurück. Du kannst dich umdrehen und gucken und du wirst sehen, da ist nichts. Zurück geht's nicht, es geht nur voran. Und dieses Vorangehen, das funktioniert nur, wenn du komplett im Vertrauen auf deine Seele bist. Die geistige Welt sagt es relativ klar. Sie sagen, in den letzten Monaten ist die Intuition bei den meisten Menschen oder bei den spirituellen Menschen massiv gestärkt worden. Und auch das ist etwas, was du erkennen kannst, wenn du zurückschaust auf 2020 oder auf das erste halbe Jahr. Du wirst erkennen,
dass du intuitiver bist, dass du viel, viel besser verbunden bist mit deiner Seele, viel, viel besser verbunden bist mit deinen Gefühlen, intensiver verbunden bist mit all dem, was dich ausmacht. Du fühlst, was deine Seele machen möchte. Du fühlst, welchen Weg es ist, den du jetzt gehen möchtest. Und du bist intuitiv mit deinem Herzen, deiner Seele und deinem Team verbunden. Ich weiß, dass du dich alleine gelassen fühlst. Ich kann es hören. Ich weiß, dass du immer mal wieder in diesen Moment kommst, in dem du dir überlegst, hey, vielleicht spinne ich einfach und das ist alles gar nicht so, wie ich es jetzt sehen kann. Und es ist mir wichtig, dass du weißt, so ist es nicht. Du bist genau am richtigen Ort und du spinnst auch nicht. Verlass dich 100% auf deine Seele, auf deine Intuition, auf deine Wahrnehmung, die du hast. Verlass dich darauf, dass das, was du wahrnimmst, genau das Richtige ist. Und folge diesem Weg ohne Bedingungen, ohne Wenn und ohne Aber. Weil jetzt gehen wir den Weg ohne Drehbuch. Interessanterweise habe ich im Juni gesagt, es ist Zeit, neue Projekte anzufangen, weil es ist eine neue Energie und eine spannende Energie und eine Energie, in der man neue Projekte wirklich auf die Beine stellen kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ein neues Projekt beginnen bedeutet nicht unbedingt, dass ich dieses Projekt auch schon aufgebaut habe. Ein neues Projekt beginnen bedeutet für mich ganz häufig, ich gebe sozusagen den Startschuss. Ich lade ein oder ich entscheide mich, ich mache das oder ich, keine Ahnung, kaufe irgendetwas oder bestelle etwas oder kündige einen Job. Naja, das habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. Aber vielleicht hast du einen Job gekündigt oder hast dich irgendwo angemeldet oder was auch immer das dann ist. Also du hast so deinen Schritt getan. Und jetzt im Juli geht es darum, anzufangen zu arbeiten an diesem Projekt. Es geht darum, dieses Projekt aufzubauen. Also nachdem es im Juni, im Juni ist es nicht erst entstanden. Wahrscheinlich ist es schon viele Monate vorher entstanden in deinem Kopf. Aber im Juni wurde es manifestiert. Und jetzt geht es darum, es aufzubauen, an deinen Projekten wirklich zu arbeiten. Wirklich die ganz konkreten Schritte zu tun. Was auch immer das bedeuten kann, wenn du dich selbstständig gemacht hast im Juni oder vielleicht auch Anfang Juli, dann ist es jetzt konkret Zeit, bis Ende Juli deine Website fertig zu bekommen, vielleicht einen Raum einzurichten, vielleicht die ersten Klienten haben oder die ersten Projekte abliefern. Jetzt arbeitest du an den Projekten, die du begonnen hast im Juni. Und diese Arbeit ist auch freudvoll. Es ist ganz interessant, weil die Energie von Juni hat sich für mich sehr schwer angefühlt, anstrengend und irgendwie auch sehr müde. Jetzt im Juli fühlt sich die Energie mehr an. Es hat mehr Vorwärtsschwung, es hat mehr Kraft, es hat viel mehr Power als Juni. Und ich kann nicht ganz genau sagen, weswegen das so ist. Wahrscheinlich standen die Sterne irgendwie so. Ich bin mit Astrologie wirklich nicht gut und nur so ein bisschen eine Hobby-Astrologin. Von dem her kann ich nicht sagen, woran es gelegen ist. Aber ich kann fühlen, dass es im Juli vorangeht und dass du jetzt so diesen Tritt in deinen Hintern hast, den du vielleicht brauchst, damit du vorangehen kannst mit deinen Themen. Wie kannst du denn vorangehen mit deinen Projekten? Und da bist du aufgefordert zu gucken, wo du dein Leben in Balance bringen musst. Der Weg, der führt in die Balance, in die Harmonie und in den Frieden. Das ist der Weg, den es zu gehen gilt. Einen Weg in die Harmonie, in den Frieden und in die Balance. Aber in allen unseren Leben, in deinem, in meinem, in jedem Leben ist irgendein Thema nicht in Balance. Das ist so, das ist ganz normal. Wir sind nicht überall in Harmonie. Wir alle haben unsere Schattenthemen. Und Juli fordert dich dazu auf, diese Schattenthemen und deine Lichtthemen zu vereinen. Es geht nicht darum, dass du die Schattenthemen anguckst und diesen Teppich hochhebst und alles rauskehrst, was darunter ist, sondern es geht darum, dass du deine Schattenthemen und deine Lichtthemen näher zueinander bringst. Und vielleicht macht dir das ein bisschen Angst. Vielleicht denkst du, ja, aber mein Licht leuchtet so schön und wenn ich jetzt diese Schatten dazu nehme, dann leuchtet das Licht nicht mehr so schön. Ich kann das verstehen. Auf der anderen Seite
könnte dein Licht auch harmonisch und weich werden und eben friedvoll, wenn du zulässt, dass du deine Schattenthemen annimmst und dass du deine Schattenthemen integrierst. Vielleicht wäre es hilfreich, wenn ich mal darüber rede, was ich denn darunter verstehe. Wir alle haben Themen, die Schattenthemen sind. Irgendwelche Traumata, die wir haben aus der Kindheit, aus der Jugend, Ängste, die wir mit uns rumtragen, Sorgen, die wir mit uns rumtragen. Das ist ganz normal. Das ist nichts Ungewöhnliches und jeder Mensch hat welche davon. Was nun aber passiert, wenn wir daraus ein Schattenthema machen, ist, dass wir es einfach wegdrücken. Wie wenn du den Deckel auf einen Dampfkochtopf drückst und einfach draufdrückst, den Deckel immer wieder draufdrückst, damit da nichts passiert. Der Druck wird immer höher und irgendwann fliegt dir das Ganze um die Ohren. Wenn du dich entscheidest, ein Schattenthema anzugucken, bedeutet es nicht unbedingt, dass dieses Thema dann gelöst ist. Stellen wir uns vor, du hattest eine schwierige Kindheit. Vielleicht haben sich deine Eltern getrennt. Vielleicht hast du dich einfach unglücklich gefühlt. Du hast gewusst, irgendwie bist du anders als alle anderen. Und dieses Thema von dieser Kindheit hast du jetzt lange weggedrückt. Du hast es einfach nicht anschauen wollen, du hast es immer weggedrückt und es war für dich wichtig, dass du das einfach irgendwo in eine Schublade steckst, in der du dich nicht mehr darum kümmern musst. Dann ist es ein Schattenthema, weil du steckst es weg und jedes Thema, das du irgendwo hindrückst und nicht anschaust, jedes von diesen Themen führt dazu, dass es größer wird, weil du guckst es dir ja nicht an. Also diese Schublade, die mag am Anfang 10x10 cm groß gewesen sein. Aber irgendwann wächst die, weil du schon so lange nicht mehr angeguckt hast, dass die immer größer wird. Und irgendwann ist die dann 1 m x 1 m groß und dann wird es ein großes Schattenthema. Wenn du aber sagst, okay, ja, meine Kindheit oder meine Jugend war schwierig, ich habe mich nicht wohlgefühlt und es war einfach eine Herausforderung, dann ist dieses Schattenthema immer noch ein Schattenthema und du hast nichts gearbeitet dran, sondern du respektierst einfach, dass es ein Teil von dir ist. Du nimmst dieses Thema einfach an. Und dann ist es ein Thema, das nicht mehr so beängstigend ist. Und genau darum geht es jetzt. Es geht darum, dass du diese Themen erkennst und Licht reinbringst und sie in eine Harmonie bringst mit den Lichtthemen, die du hast. Vielleicht hilft dir der Gedanke, dass du einfach mal all diese Schubladen aufreißt und mal guckst, wie groß sie tatsächlich sind. Ob die wirklich so riesig sind und so verhakt sind, wie du denkst, oder ob die vielleicht gar nicht so groß sind. Wenn wir davon sprechen, dass du als Beispiel eine schwierige Kindheit hattest und dich nicht wohlgefühlt hast in deiner Familie, dann wäre es doch eine wunderbare Überlegung, dir zu sagen, ja, aber wohin habe ich das heute gebracht? Wohin hat es mich gebracht, dass ich mich nicht wohlgefühlt habe? Aus meinem Leben ist das eine Beispiel das, dass ich schon als Kind diese Hellsinne hatte. Ich war mir dessen gar nicht so wahnsinnig bewusst, bis ich sie nicht mehr hatte. Und als ich sie nicht mehr hatte, wurde mir bewusst, da fehlt was, mir ist quasi etwas amputiert worden. Und ich konnte dann anfangen, diese Sinne ganz bewusst anzunehmen, ganz achtsam anzunehmen und damit auch konkret zu arbeiten. Also ist es im Rückblick so, dass wenn ich diese starken Medikamente nicht gehabt hätte und meine Zugänge nicht verschlossen worden wären, dann hätte ich nicht so deutlich erkannt, was für einen Schatz da in mir steckt. Was da für ein wertvolles Instrument in mir ist, mit dem ich meine Berufung leben darf und kann und auch mache und mit dem ich unendlich glücklich bin. Aber das wäre nicht passiert, wenn mir diese Sinne nicht genommen worden wären. Und so ist dieses Thema meiner Jugend, diese heftige Depression und diese Jahre, die so dunkel waren, nichts, was in eine Schublade gehört, sondern etwas, worum ich zumindest ein Goldrändchen malen darf. Und vielleicht geht's dir irgendwann wie mir und du wirst stolz darauf. Ja, ich bin durch die Hölle gegangen. Das war nicht lustig, das waren Scheißjahre. Aber dank dieser Jahre bin ich heute da, wo ich bin. Dank dieser Jahre bin ich heute so glücklich und kann genau das weitergeben, was ich weitergebe, darf als Lehrerin arbeiten, darf Menschen unterstützen und kann Menschen auch verstehen. Dieses scheinbare Schattenthema in meiner Jugend hat dazu geführt, dass ich heute mein Licht viel heller leuchten lassen kann. Und genau so bist du aufgefordert, deine Schattenthemen und deine Lichtthemen zu harmonisieren und zu gucken, aus welchem Schatten entsteht ein Licht und aus welchem Licht entsteht vielleicht auch wiederum irgendwo ein Schatten. Die geistige Welt
hat mir so das Wort Yin-Yang dabei mitgegeben oder auch die Dualität. Yin-Yang bedeutet das Vereinen von der männlichen und von der weiblichen Energie, von der hellen und von der dunklen Energie, von der großen und der kleinen Energie, von der dualen Energie. Wir leben in einer Welt, die dual ist. Und das wird sich auch nicht ändern. Wir sind im Moment in einer dualen Welt. Und je mehr du deine Themen in diese Harmonie bringst, umso einfacher ist es, in dieser dualen Welt zu existieren, weil du in dir selber die Harmonie und den Frieden findest, weil du in dir selber erkennst, ah, da geht es drum, Licht ins Dunkel oder Dunkel ins Licht zu bringen. Ich will nicht sagen, dass die Tage im Juli besonders einfach werden. Ganz ehrlich, welcher Monat in diesem Jahr war denn besonders einfach? Von dem her werden sich auch jetzt Sachen zeigen, die schwierig sind. Aber das macht nichts, weil du kannst einfach vorangehen, du kannst einfach weitergehen. Du kannst dieses scheinbar Schwierige annehmen und deinen Weg weitergehen. Du kannst erkennen, dass auch schwierige, herausfordernde Erfahrungen auf deinem Weg dich nicht davon abhalten, in deine Kraft zu gehen, in die Angstlosigkeit zu gehen. Und Ängste haben wir, das ist menschlich, das ist normal. Angstlosigkeit bedeutet für mich, jetzt ganz konkret für Juni gesprochen, dass du trotz der Ängste vorangehst, dass du die Ängste akzeptierst und vielleicht an die Hand nimmst. Vielleicht bedeutet das für dich, dass du mit deinem inneren Kind arbeiten musst oder dass du dir einfach mal Gedanken dazu machst, was denn diese Ängste genau bedeuten könnten und wie du diese Ängste abholen kannst. Wer steckt denn hinter dieser Angst? Vielleicht hat diese Angst einen Namen oder eine Person, die du sehen kannst. Vielleicht hast du jedes Mal, wenn du Ängste hast, deinen Vater vor dir. Wie wäre es dann, wenn du deinen Vater an die Hand nimmst und sagst, weißt du was, Papa? Ich gehe da trotzdem durch und ich helfe dir, du kannst es auch. Wenn du das einfach annimmst, diese Ängste, und den Weg trotzdem gehst in der Angstlosigkeit. Nimm einfach an, was sich dir zeigt im Juli. Nimm einfach an und übernimm die Verantwortung darüber, wie du reagierst. Es ist nicht wichtig, wie du reagierst. Die Reaktion an sich ist nicht wichtig, sondern wichtig ist, dass du die Verantwortung dafür übernimmst. Wenn du also hilflos losbrüllst, dann geht es nicht darum zu sagen, der andere hat mich provoziert, sondern es geht darum zu sagen, das war meine Reaktion, die ich hatte. Ich war so hilflos, dass ich nur noch schreien konnte. Ich habe mich so in eine Ecke gedrängt gefühlt, dass ich nur noch schreien konnte. Ich habe mich nicht gehört gefühlt, musste schreien. Vielleicht merkst du, dass da auch ein Glaubenssatz drin steckt. Nur wenn ich schreie, kann man mich hören. Oder ich muss immer laut werden, damit die Leute merken, dass ich es ernst meine. Was auch immer da drin stecken könnte, es geht nicht darum, dass du nicht schreist, sondern es geht darum, dass du in die Verantwortung dafür gehst und sagst, ja, habe ich tatsächlich gemacht. Juli fordert dich auf, die Gegensätze in die Mitte zu bringen. Juli fordert dich auf, in die Harmonie zu gehen, Harmonie zu schaffen. Dir selber ein harmonisches Leben zu erschaffen, ein Leben, das sich lohnt zu gehen. Ein Ziel, das sich lohnt zu haben. Was ich dir versprechen kann, ist, dass du viel Geduld dafür brauchst und viel Durchhaltevermögen. Ganz ehrlich, 2020 ist ein Jahr, das viel Geduld und viel Durchhaltevermögen braucht. Ich glaube, dem können wir dieses Jahr einfach nicht ausweichen. Nimm dir Zeit, lass dir Zeit, gönn dir Zeit, geh's langsam an. Und achte darauf, dass du Menschen in deinem Umfeld hast, die gleich schwingen wie du. Freunde, mit denen du dich austauschen kannst, die eine gleiche Schwingung haben. Und dabei geht es nicht nur darum, dass du abgeholt wirst, sondern es geht auch darum, dass du sie abholen kannst, dass ihr euch gleichzeitig inspiriert, dass ihr euch gleichzeitig unterstützt, dass ihr euch gleichzeitig dabei helfen könnt, geduldig zu sein und mit Durchhaltewill diesen Weg weiterzugehen. Diese Veränderungen, die wir jetzt gemacht haben, dieses erste halbe Jahr 2020, hat so viel hohe Schwingung gebracht. Es hat einen starken Schwung in diesen Aufstieg gebracht. Und die Schwingung ist fühlbar höher geworden, fühlbar. Erlaube deinem Leben, jetzt neu anzufangen. Erlaube deinem Weg, dich an neue Orte zu bringen. An Orte, in denen du dein Leben erschaffst, so wie es dir passt. Orte, in denen du die Harmonie fühlen kannst, die vorhanden ist.
Sei geduldig und arbeite genau daran, Schritt für Schritt dein perfektes Leben zu erschaffen. Du hast alle Grundlagen dafür, die notwendig sind, und du schaffst es. Und weil ich das einen so schönen Abschluss finde, verabschiede ich mich heute von dir mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!